Yo, Peace Leute und willkommen zum 105. Run von The Binding of Isaac Rebirth. Im letzten Part haben wir mit dem wunderschönen Blue Baby verkackt, also gehen wir nochmal mit ihm an den Start. War ein 6 Minuten Run, war echt schön. Bin auf Risiko gegangen und es hat sich nicht ausgezahlt. Da dann ein nerviger Raum mit verschiedensten Spinnenarten auf uns gewartet hat. Und da sind wir dann kläglich gescheitert. Ey, es kann nicht wahr sein. Mit dem Blue Baby fange ich einfach immer an, Scheiße zu spielen und in jeden zweiten Gegner zu rennen. Geh jetzt weg. Pride. Pride ist wenigstens noch ein chilliger Boss. Boah. Außer die Bomben. Die können doch schon nervig sein. Und er macht natürlich ein ganzes Set Schaden, wenn man ihn berührt. Warum? Two of Spades. Coole Sache. Mann. Wir müssen doch hier nur den Boss was schaffen. Das ist unser, deshalb, das ist unser größtes Ziel jetzt erstmal. Ob wir dann irgendwie das Blue Baby am Ende besiegen oder so, ist uns egal im Endeffekt. Wir wollen, was macht denn der da? Wir wollen vor allem den Boss was jetzt mal schaffen. So. Und so. Auch mal geschafft, diesen Scheißraum. Her mit dem Schissel. Da ist der Itemraum. Geh weg. Wie hältst du aus? Balancing Tears. Damit kommen ab und zu mal coole Kombos zustande, die doch dann noch ganz witzig aussehen. Hier Hermit. Können wir in den Shop. Nehmen wir mal Hermit mit, aber setzen es noch nicht ein. Weil wir nicht genug Geld haben für ein Item. Oder können wir jetzt mal aus irgendeinem Kampfraum rausporten oder so, keine Ahnung. Wenn wir mal auf sowas Bock haben. So, noch eine Münze und dann gehen wir ab zum Boss. Hier das Dingle. Dingle, 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 man. Mehr Dingle? Dingle, man, you need to die, okay, alright. You need to die, motherfucker. Oh, wie er den kleinen Kackhof einfach weggesmackt hat. Voll der Assi, ne? Bouncing Tears sind so geil. Ich mag Bouncing Tears eigentlich wirklich. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Item. Das wirklich ganz witzige Sachen zustande bringt. Sieht halt einfach cool aus, so. Ist jetzt nicht so ultra sick stark und so, aber es sieht einfach cool aus. Wobei es auch schon ziemlich geil, also umso größer die Tränen, umso besser ist Bouncing Tears. Also umso sinnvoller. Weil die dann richtig schön groß sind und durch den ganzen Raum bouncen. Oh nee, geh mal weg, du kleiner Kackhaufen. So, boah, das war knapp, Dingel. Das war eine knappe Sache hier, komm. Weg. Ein Damage Upgrade, Shot Speed Up. Sehr schön, wir gehen in die nächste Ebene. Wann hatten wir im letzten Mal dann eigentlich echt gut Schaden? Noch eine Base mit dem, der ist sehr schön. Da oben will ich eigentlich schon rein. Das will ich eigentlich auch machen. Wir können uns das halt nur aus einer Sache. Komm, machen wir das kurz. Hat sich nicht gelohnt. Aber ich will das Geld wenigstens aufheben und dann mich rausporten. Weil ich mache jetzt hier ganz sicher keinen Bosskampfraum. So. Hier ist auch nichts Gescheites drin. Dann nehmen wir das mit. Die Bombe nehmen wir einfach auch mit. Die Bombe hat sich schon gelohnt, denn wir können das hier aufsprengen, dadurch kriegen wir richtig viel Money. So, her mit dem Schüssel. Ich will eigentlich oben noch in den Zackenraum auf jeden Fall, dann rein schnuppern. Ha, hu. Da, 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 da. Vra. So, meine Kampfschreie sind mal wieder besser als alles andere. Uah. Verdammt. So. Und weg. Sehr schön. Ein Schlüssel für uns. Ab in den Itemraum. PhD. Alles klar. Nehmen wir gerne mit. Auf ab. Okay, ein Seelenherz dazu. Ich will jetzt kurz. Boah, das lohnt sich auch, ne? So viel Geld, das lohnt sich. So, ich würde eigentlich da den Item, den Geheimraum schätzen, oder? Nee, anscheinend nicht. Okay, hier haben wir einen blauen Stein. Jetzt haben wir allerdings keine Bombe. Puh, da war eine Fliege, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. So, dann dich da weg. Wuppabau. So, rein hier. Ein Gapital. Sehr schön. Nehmen wir mit. Eternal Life. That's the question. Können wir hier rein schauen? Ah, ich hätte gerne eine Bombe, aber ich will nicht so lange spielen. Danke. So muss es laufen. So muss es laufen. Eine Goldkiste mit Abel. So, wir halten uns jetzt hier viel zu lang schon auf. Wir müssen weiter. Weiter voran. Weiter
in die Gefilde des Feindes eindrängen. Wie viel Schaden machen wir eigentlich? Unsere Tränen sehen gut aus. Für die eben noch ein blauer Stein. Ja, ist noch eine Bombe, spiele ich mir jetzt nicht. Hab ich keine Lust. Alles klar, rein da. Die Gurglings sind on his way to fucking die. Oh ja, ja, macht ihr nur. Aua, Blutspur. Ja, was will ich denn machen, wenn der andere da so behindert steht, dass ich in ihn reinrennen müsste, um vor dem anderen wegzukommen. Nun ja, weg mit dir. Die Spritze nehmen wir mit. Oh. Noch ein Herzchen. Der Dagbam wäre auch ultra cool. Sollen wir Risiko gehen oder nicht? Wir könnten nämlich jetzt Synap mitnehmen. Dann den da... Ne, machen wir nicht, machen wir nicht. Wir nehmen nur Synap mit. Damit wir drei schwarze Herzchen haben. Weil wir hätten es jetzt so machen können, dass wir Synap mitnehmen, dann den Dagbam und dann hätten wir vielleicht wiederbelebt werden können von Gapistingenskirchen. Aber nee, dachte ich mir. Der Dagbam bringt jetzt nicht so viel, weil wir auf Hardcore spielen. Was ist denn? Diese Raumform ist einfach da kann man doch nur sagen. Das ist echt eine ekelhafte Raumform. Also mit den... Alter, wie soll man denn da durchkommen, gescheit? Ja, wir dürfen gleich nochmal durchlaufen. Sehr schön. Cool, freue ich mich drauf. Komm, ich will, dass du dich zeigst. Komm. So, was haben wir hier? Paralysis. So, schnell durch, schnell durch. Aber wir sind so lahmarschig. Oh Gott. Ja? Go away, you fucking bitch. So, komm. Zerstören. Alles zerstören. Können wir kurz reinschnuppern? Das können wir mitnehmen. Gratisbomben nehmen wir auch mitkommen. Wir nehmen auch mal den Remote Detonator mit, aber es ging mir jetzt mehr um die Gratisbomben als um das Item. Achso, stimmt ja. Oh, jedes Mal. So, die Bombe will ich mir holen. Ich weiß, weil Cursed Skull will ich nicht. Ich weiß ja inzwischen, wie man den Schissel los wird. Ciao. Die Paralyzed Pille brauchen wir auch nicht. Ah, schon bei 6 Minuten. Obwohl, kurz reingucken. Vielleicht sind ja Satanskisten drin. Nein. Dann nicht. Dann nicht. Okay, paar Explosion Dudes. Wir machen auf jeden Fall schon mal nicht schlecht Schaden. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Wir sind nur extrem langsam, finde ich. Kommt mir ein bisschen so vor. Als dass wir ziemlich langsam wären, ja, ein Strich. Gibt keine Gegner mehr in dem Spiel. Ach, stimmt ja, ich muss ja... Die Batterie. Ja, können wir ja mal mitnehmen. Wir haben zwar noch kein Space-Item, wo das was bringt, aber... Können man ja mal mitnehmen, wenn man eh wenn wir eh kein Trinket haben. Eine Trollbombe. Sehr schön. Liberty Cap nehme ich dann doch schon eher mit. Hier können wir noch sprengen. Und hier können wir auch noch sprengen, komm. Leider nichts. There is the boss. But we need to get a key. For the item room. So, und komm. There is a key. And we're gonna blow it. So, dann gehen wir kurz in den Atemraum. Schauen wir, was dort sich drin befindet. Und gehen dann zum Boss. Wir sind jetzt bei, ja, 8 Minuten knapp. Cancer, ne? Das ist ziemlich gut, weil wir dadurch 3 Seelenherzen bekommen. Das ist ziemlich gut. Das heißt auch jetzt der Devil Deal. Könnten wir was annehmen, wenn es wirklich was da ist, wo wir sagen, ja, Charlotte Goodnight. Es ist Gurdy Junior. Oh, ich hasse ihn. Also plötzlich losfährt irgendwie. Der macht nicht so einen Gesichtsausdruck oder so, der fährt einfach los. Richtiger Bisskopf. Just please go away. Oh, ganz knapp nochmal vor uns. Kein Devil Deal für uns. Schade, ich hätte es gedacht, weil wir Synap haben. Naja, gehen wir in die nächste Ebene. Gehen wir schnell in die nächste Ebene. Denn der Boss Rush ist jetzt, wie gesagt, unser erstes Ziel. Nee. Hab eh keinen Schlüssel. Das ist natürlich diesen großen Raum. Wir bräuchten halt einen Speed-Up, weil wir sind echt lahm. So, ein Zackenraum, da will ich auch reinschauen auf jeden Fall. So. Da hinten ist noch einer. So, ich habe irgendwas gehört. Ah, nur das. Das brauche ich nicht. Ktschuh, ktschuh, ktschuh.
Oh, stimmt ja. Muss ich ja selber sprengen. Mann, ich will diesen Remote Detonator doch nicht haben. Er regt mich auf, wenn ich immer so denke, ich warte einfach, dass die Bombe so explodiert. Ich mir so, hä, warum explodiert die denn nicht? Schon wieder, Mann. Ich kann nicht fliegen. Ah, hier hätte ich gern Tränen, die den, Sachen durchdringen. Derp. Die Turbomampe habe ich fast nicht gesehen. So. Die Tränen von dir abprallen. Aber sie dir trotzdem Schaden zufügen. Ach ja, so geil. Bei dem Monster ist es halt, guck mal, man kann einfach rein theoretisch random in den Raum rumtränen. Nächstes jetzt mal. Man kann trotzdem was treffen. So. Noch mehr Geld. Wir bräuchten mal Schlüssel. Nicht für das da, aber für genau, für das da. Rechts, nämlich den Item Room. Erstmal die Special Form hier wegknabbern hier. Jetzt dann auf euch konzentrieren, auf die rumspuckenden Viecher. Dankeschön, du kommst wie gerufen. Der Crystal Ball, den nehmen wir mit. Das ist sehr, sehr gut für den Boss Rush. Gerra Abundanze. Eigentlich echt cool, wenn wir in die Chest kommen sollten. So, hier kurz rein gucken. Alles klar, nehmen wir mit. Jera ist geil und der Crystal Ball, wie gesagt, auch für den Boss Rush, weil wir uns so immer wieder die Karte aufdecken können. So, und komm. Sehr schön, können wir auch in den Shop reinschauen. Zack. Wäre's Optionen. Nehmen wir mit. Sprengen das. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich sprengen wir den Automaten nicht. Die Nonnenhaube wäre auch cool, aber dafür sprenge ich jetzt nichts raus. Wir hätten eh keine Bombe zum Raussprengen. Aufpassen, nicht getroffen werden. Jetzt hier nochmal eine Münze rauskommt, nehme ich die Nonnenhaube mit. Weil die ist doch auch recht cool, weil der Crystal Ball kann auch Seelenherzen droppen. Und dann bekommen wir ab und zu mal Seelenherzen, wenn wir öfter getroffen werden. Wir wollen natürlich nicht öfter getroffen werden, aber wenn es passieren sollte, meine Freunde, dann sind wir etwas gesichert. So, erstmal die kaputt schlagen. Show me your face, bitch. Hier kommen wir nicht ran. I want you, and now we go. Goodbye. Gemini in double form. Alles klar. Oh Gott, ich hänge hier fest. Hilfe. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, dass ich da nicht gescheit durchkomme. Oh, wir sind so langsam. Richtig nervt, dass wir so lahmarschig sind. Wir kommen gerade noch so, kommen wir vor Gemini weg. Vor dem Kleinen wird es dann doch schon schwerer. So, Gemini. Mein alter Freund, ein Kupferstecher. So, jetzt noch hier. Der macht echt gut Damage, ne? Wir haben auch eine gute T-Rate und so. Ah! Mami! Wir bekommen einen Devil Deal, wir bekommen Chariot. Das können wir mal kurz den Devil Deal mitnehmen. Dich da nehme ich mit. Range und Shot Speed Up. Die Schaufel brauche ich nicht. Chariot habe ich jetzt nur damit reingenommen. Falls der Krampus gekommen wäre, hätte ich das einsetzen können. Wir nehmen Gerda mit und gehen in die nächste Ebene. Wir hätten den Crystal Ball aufsparen müssen. Für jetzt hier. Nekropolis 1. Wir sind bei 12 Minuten. Das könnte richtig, richtig knapp werden. Wir haben jetzt echt eine scheiß Speed einfach. Das ist das Einzige, was uns echt jetzt aufhalten könnte. Diese scheiß Speed. Und wenn wir falsche Wege gehen. Das ist auch nicht so gut. Dafür haben wir eigentlich den Crystal Ball. Aber ich war so blöd und habe ihn auf der letzten Ebene eingesetzt. Anstatt ihn mir hierfür aufzusparen. So. Oh, wir sind so lahm, wir sind so lahm. Oh, komm. Langsam, aber sicher müsst ihr doch alle verschwinden. Oh, ja, mei. Ace of Spades, mehr Karten. Nee, brauche ich jetzt echt nicht. Oh, zu gut, es ist zu gut. Ah, Mist, da war nichts Gescheites drin. Dann war nichts Gescheites drin. Okay, wir haben's Hände. Kommt runter, schnell. Ich muss den Boss noch schaffen. Schneller. Okay, und ihr Pissköpfe. Aua. So. Zack, können wir das hier einsetzen? Justice. So, jetzt wissen wir, wo wir lang müssen. Wir müssen da, ja, wir müssen da im Endeffekt lang, da wo wir jetzt schon mal lang gegangen sind. Wir müssen hier auch noch nach rechts. Oh, komm, schnell, schnell, schnell. Danke.
Bombe her. Oh, ja, ja. Macht ihr einen Duft rum hier. Ich bang euch alle. Oh, er ist unsichtbar geworden. Okay, er ist tot. Satans Kiste. Kapital. Spinnen. Nee, danke. Danke. Okay, schnell. Freeze-Effekt. Coole Sache. Nehmen wir mit. We take that. Oh Gott. Was? Achso. Schön. Ja, ist scheißegal. Den einen Raum, der wird jetzt nicht so lang brauchen. Freeze-Effekt. Boom. Freeze-Effekt. Boom. Sehr schön. So muss laufen. Der Freeze-Effekt ist echt cool. Seelenherz. Hat sich also gelohnt, den Raum doch noch zu machen. Wir hätten ja auch außen rumgehen können. Aber dachte ich mir, nee, das ist jetzt nicht so wichtig, weißt du? So, draufhalten, draufhalten. Lol, wie er gerade so in losfahren wollte. So, her mit dem Schissel. Das ist der Geheimraum, da können wir auch noch kurz rein schauen. Oh Gott, du bist natürlich jetzt blöd gefreezt, aber egal, krieg mal hin. So, zack. Aber wir kriegen nur... Also wir kriegen keine Seelenherzen. Daggers Purity, doch. Also haben wir im Endeffekt auch ein Seelenherz bekommen. Kurz reinschauen. Was bist du? Bad Gas. Cool. 14 Minuten. Also, das ist jetzt nicht schlecht. Also, wir sind jetzt nicht langsam unterwegs, aber auch nicht wirklich schnell. Das könnte knapp werden, auf jeden Fall. Am besten wäre es halt, wenn wir wirklich... Oh, da komme ich nicht durch. Für die nächste Ebene dann fast schon aufgeladen haben, unseren Crystal Ball. Aber das wird ja auch so sein. Also, wir haben ihn ja jetzt schon fast aufgeladen. Deshalb, meine ich. So, rein da kommen. The Fallen, geil. Gratis Devil Deal Item. Upsala, mein Lieber. Oh, wir sind so lahm. So, beide gefreezed. Das ist natürlich toll. Das ist natürlich super nice. Okay, beide chargen. Das ist nicht so cool. Vor allem, weil sie schneller sind als wir. Oh, jetzt draufhalten. Sehr gut. Abaddon nehmen wir mit, ne? Ja, ja. Ba-boom. Viel Leben. Abaddon ist cool. Coole Sache. So, Necropolis. 2. Curse of the Unknown. Ich habe gerade Curse of the Unknown, habe ich gerade gedacht, das wäre der Curse, wo man nicht sieht, wo man... Also Curse of the Lost. Aber ich dachte, das wäre das gerade. Zum Glück nicht. Zack. Wir müssen da lang. So, das können wir aufmachen. So, wir... Oh nein, wir müssen durch die ganze Ebene latschen, weil wir auch runter müssen. Nervig, nervig. Aber wir sollten den Boss Rush auf jeden Fall schaffen eigentlich. Also wenn wir reinkommen. Wir machen nicht wenig Damage. Wir haben eine gute Tier Rate. So läuft eigentlich. Scheiße, auf den Schaden kommen. Jetzt hier schnell. Muss alles schnell gehen. Schnell, schnell, schnell. Crystal Ball einsetzen. Ne, der droppt irgendwie jetzt gerade keine Seelen. Strength ist auch cool, aber Shatter ist besser. Undefined. Nee, danke. Will mich jetzt nicht rumporten. Ganz kurz in den Shop schauen. Nur kurz zum Spenden. Los, 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 los. So, wir haben jetzt noch... Eine Zacke rum werden wir, oder? Müssen wir da lang eh? Wir müssen eh... Fast. Ah, dass die Zeit zulässt, noch in den Zacken rum zu gehen. Ich weiß es nicht. Es könnte eng werden. Ah, egal, komm, schauen wir kurz rein. So, rein da. Shit. Das ist jetzt natürlich blöd. Bombe. Ah. So, komm, 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 komm. Wir sind halt echt langsam. Wir sind halt einfach arschlangsam. Das ist das Problem. Scheiß auf den Schlüssel, Alter. Scheiß auf den Schlüssel. Oh Gott. Nervig. Nerviger Raum. So, geschafft. Scheiß auf die Münze. Ja, das sollten wir schaffen. Das sollten wir schaffen. Vor allem, ja, auch wenn wir jetzt hier uns hier rüberspringen, sollten wir das schaffen. Wir haben jetzt noch 2 Minuten dann für den Boss. Ich hätte es dann immer so. Aber ich denke, dann denke ich mir so, ach, das schaffen wir eh. The world. Oh, jetzt hat er... Du, toll! Danke! Danke! Aber ich glaube, wir sind eh voll an Leben. Also gehen wir einfach zum Boss. Zu Mama. Mama! Bei der ist der Freeze-Effekt doch ziemlich schön. Wenn eben... Oh! Danke für das kurz kleine Damage-Upgrade hier noch. Ja, jetzt machen wir richtig gut Schaden. Jetzt machen wir... Oh, ich habe euch gar nicht gesehen, dass ihr hier lang gelatscht seid, ihr Pisser. Jetzt machen wir richtig gut Schaden. Jetzt sollten wir den Boss doch wirklich ohne Problems erledigen können. Jo, wir nehmen das Polaroid einfach mal mit in den Devil, die reingucken. Passt auf jeden Fall, auch wenn Krampus kommt. Ist uns egal. So. Ja, ja, spuck du nur. Ja, passt. Sehr schön, ciao. Kohle nehmen wir mit.
Und dann ab in den Boss Rush. Oh ja, Speed Up. Speed Up auf jeden Fall. Da war zwar ein Damage, aber wir brauchen Speed. Auch wenn wir jetzt nicht mehr in den Boss Rush müssen, trotzdem ist Speed wichtig. Damit wir hier ausweichen können, wenigstens ein bisschen. Aufpassen. Nicht, dass ihm sein kleiner Lost-Kumpane da noch mitspuckt. Wichser. Wir sehen halt nicht, wie viel Leben wir haben. That's a little bit problematisch. But only a little bit. Okay, wir kriegen andauernd den Polaroid-Effekt. Das ist ziemlich nice. Und weg. Wir sind halt immer noch nicht schnell von der Speed her. Aber auf jeden Fall schon mal besser. So, der Tico Fleiß, den will ich gleich mal weg haben. Sehr schön, weil der regt mich nur auf. Der ist keine Gefahr, sondern regt mich nur auf. So, alles klar. Spring nur schön, Piep. Goodbye. It was nice to meet you. Durch was? Ach, okay, gut. Wir stellen uns auf die andere Seite. Aber dauerhaft. Ich will jetzt nie wieder auf die Seite. Loki, where are you? Okay, der ist dieser andere Boss. So, sehr schön. Jetzt ist ja nur noch die Teile. Jetzt nur noch... Ja, also Damage machen wir auf jeden Fall. Also vom Damage her soll es eigentlich klappen. Nur wir wissen halt nicht, wie viel Leben wir haben. Komm mal her, Loki. Nein, ich will da nicht rüber, Loki. Loki, Mensch, du bist so ein widerspenstiger Dude. Willst du so ein, du bist so ein Dickschädel, ne? Willst du immer deinen Willen durchsetzen? Okay, ihr zwei, bei euch muss ich mich eh bewegen. Das heißt, ich habe keine Chance, in rote Kacke auf ihn zu laufen. Doch, habe ich schon, aber wäre ziemlich blöd, wenn ich das schaffen würde. So. Gemini, goodbye. And goodbye, little one of Gemini. So, we got Fistula hier. And Larry Junior, they are nice dudes. Of course. Of course. Sagen wir, genau, schwebt noch eins von dir rum. Monstro, Monstro, Monstro. Du evil dude, du. Geh jetzt mal weg. Aua, das war böse. Fress die Bombe. Sehr schön. Ja, läuft doch. Ich denke, jetzt haben wir jetzt so die Hälfte fast geschafft. Chubby war gerade nicht da, okay. Ich glaube, weil er gefreezed war. Schon bevor er... Oh Gott. Oh, jetzt hier auf den lieben Gertie Boy. Wie es gerade aussieht, wie so zwei Titten. Also wie so ein Nippel halt, der so rausguckt. Wisst ihr, wie ich meine? So. Ich hoffe, ihr habt alle schon mal Nippel gesehen in eurem Leben. Oder habt ihr etwa keine Nippel? Es gibt bestimmt Menschen ohne Nippel. Es gibt, glaube ich, sogar Menschen mit mehr Nippeln. Keine Ahnung. Ich bin kein Nippel-Experte. Ich wäre gern Nippel-Experte. Das labe ich hier gerade wie eine Scheiße. Das sind die Boss-Rush-Leute. In den Boss-Rush labert man immer die totale Scheiße. Ich will jetzt halt erstmal den Schwarzen da erledigen. Den Gish. Hat sich echt rassistisch ein bisschen angehört. Aber weil der hat jetzt schon so viel Damage gefressen, der Dude, dass der jetzt auch gleich down ist. So, and now we got Monstro. Monstro 2. Goodbye. Was nice. So, das heißt, waren jetzt schon mal so ziemlich gefährliche Gegner. Jetzt kommen zwei ungefährliche. Die zwei knapp, mein Lieber. So, und drauf auf den Dude. Und goodbye. So, ihr seid eigentlich auch ungefährlich im Normalfall. So. So. Wo bist du? Da bist du. So, ihr seid gefährlich. Sehr schön, bitte erledige das Herz für mich. Hast du das Herz erledigt? Ich hoffe einfach mal. Ich hoffe einfach mal, dass du... Ey, scheiß Auge. Aber wir durften noch genug Leben haben. Also wir durften noch... Bist du schon... Du bist noch nicht angreifbar, glaube ich, oder? Ne, da ist das Herz noch. Jetzt ist er angreifbar. Da ist der Freeze-Effekt natürlich auch richtig, richtig gut. Egal. So, goodbye. Seelenherz für uns. Und jetzt nur noch die Reiter. Die sollten eigentlich kein Problem darstellen. Ah, wir sind so langsam. Wir sind richtig, richtig lahmarschig immer noch. Das ist das einzige Problem, das ich bei diesem Run bis jetzt habe. Das wird so ein Lammerdutzen. So, der Krieg und der Tod. Hat der Krieg den... Kann der Krieg den Tod Schaden machen? Also War, dem lieben Death? Ich denke mal, ich schon. Uiuiui, so, jetzt erstmal den hier. Ein bisschen hitten. So, tot. Say goodbye to your life. So, und vom Ross geholt. Und das war's für dich, Dude. So.
Und jetzt genau noch The Fallen und der Headless Horseman. Ist natürlich no problem for me, no problem. Ihr wisst, wie es läuft. So. Ja, ja, mach du nur. Weg bist du. Ist hier noch ein Fallen-Teil, das hier rumfliegt? Ja, ja, da ist noch ein Fallen-Dude. Der jetzt auch tot ist und jetzt nur noch du. Du bist immer der Letzte, der überlebt. Immer. So, weg mit dir. Was kriegen wir? Oh, beides nicht schlecht, aber der Aus-Setup-Mushroom, der tut es mir schon mehr an, weil der auch ein bisschen Speed-Upgrade macht. Natürlich geht es mir jetzt hier nicht um Damage. Nein, also da ging es mir jetzt nur um das Speed-Upgrade. Wir haben alles geschafft. Wir haben alles geschafft. Mit jedem Charakter. Weil der Boss-Rush war das Einzige, was uns noch gefehlt hat. Also, nehmen wir The Lost. Von dem rede ich jetzt gar nicht. Also, bevor jetzt jemand kommt, der mit The Lost fehlt dir noch alles. Mit dem will ich gar nicht reden, Alter. Das ist so ein Pisser. Zum Pissen. Also um den geht's mir nicht, aber sonst haben wir jetzt mit allen alles geschafft. Das ist doch wirklich wunderbar. So, so, so. Jetzt versuchen wir hier noch. Haben wir das Polaroid mitgenommen? Wir haben das Polaroid mitgenommen. Oh Gott, das ist auch ein ekliger Raum, ne? Kann schon ziemlich nervig sein. Da haben wir eine Batterie. Das ist natürlich cool. Seelenherz. Und ein goldener Schlüssel. Oh, in den Kampfraum will ich noch reingucken eigentlich, ob da irgendwas Schönes drin ist. Ob da irgendetwas Schönes drin ist? Nee, ist es nicht. Dann haben wir den Minibus schon gemacht. Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern. Nee, haben wir noch nicht, glaube ich. Mein Gehirn, Alter. Wenn wir ihn schon gemacht hätten, wäre es vor 2 Sekunden oder so passiert. Und ich so, haben wir den Minibus schon gemacht? Nein, haben wir nicht. Das ist super slow. Through my goodness, it was amazing. Hangman und Wheel of Fortune. Ich kann mir mal in die Luft sprengen. The D4 has appeared in the basement. Alles klar, das heißt, jetzt müssen wir die Automaten nie wieder in die Luft sprengen. Das war die ganze Zeit mein Ziel, den D4 freizuschalten. Oh, wir können noch umsonst rein und raus. Oh, wir haben keine Bombe. Schade. Egal, dann rein. Okay, hat sich jetzt nicht so krass gelohnt, aber egal. So, 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 so. Tears up, sehr schön. Der Rusted Key, ja komm, nehmen wir mal den mit. Mehr Kisten und mehr Schlüssel. Damit könnten wir halt Eclipse One hitten, aber nee. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir kriegen ja hier noch einen Devil Deal, stimmt. Oder einen Angel Deal oder halt irgendwas. Ein Deal, da freue ich mich jetzt schon drauf. Nee, heben wir uns für die nächste Ebene auf. Aua. So, das ist geil, den Bounce Tears. Der Gegner kommt hoch, ist wo ganz anders eigentlich, aber stirbt trotzdem. So, Skolex, du bist nervig. Hat dir das schon mal jemand zu ins Gesicht gesagt? Ich denke schon. Weil du bist schon ein ziemlich nerviger Dude. Ziemlich. Wieso hat er gerade so viel Schaden bekommen? Jetzt ist er tot. Wir kriegen leider kein Double Deal. Haben wir eine gute Range? Ja. Aber Range ist cool wegen dem Bouncing Tears, dann gehen die noch länger. Bei Stammzellen wäre es halt ein Seelenherz und noch ein bisschen Shot Speed up gewesen. So, Crystal Ball einsetzen. The Moon. Nee. Oh, den Arcade Room können wir noch gucken, weil da könnte ja auch ein Spendenautomat drin sein. Gute Fucknerus. Nee, leider nicht. Gib mir dir die Münzen, komm. Oh, stimmt. Oh, du spawnst die. Du spawnst die Fliegen. Deshalb hasse ich den eigentlich. So, Bomben. Weg. So. Die Zeit lassen wir uns jetzt, Leute. An dem unsere ganzen Münzen zu verspielen. Man muss an dem Spiel, um irgendwas freizuschalten, glaube ich. Oder 25 Mal gewinnen oder so muss man bei dem. Oh, das wäre das Item. Das wäre cool. Oh. Das ist ein Item, das er droppen kann. Das ist Flylove. Das ist die Fliegen, die ich liebe. Leider gibst du mir nichts, also spreng ich dich. Pisser. Ah! Die Münze lasse ich ja liegen. Das ist die Glücksmünze. Sehr schön. Eigentlich nicht, nee. Könnte zwar gezählt drin sein, aber. What's up? Warum nicht? Aber als Zielpille wäre mir eigentlich noch lieber. Was haben wir hier? Derp. Okay, Wrath. Zweimal. Oh, diese Bouncing Tears, Alter, so gut. So gut. So geil. Paralyzes.
Ihr seid auch no problem for my bouncing tears. Ah, die werden. Stimmt, wir haben noch Kohle, die werden auch immer größer, ne? Ja. Die werden noch immer größer. Oh, wir können das hier einsetzen. Sehr schön. Dilim, 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 dilim. So, Setzerpilz haben wir schon, also von dem her brauchen wir da jetzt nicht springen. Und wir haben beide Pilze schon, also auch den Mini-Pilz. Den Mini-Pilz! Wuppabay! So, den Schlüssel nehmen wir mit. Oh, ich freue mich dann auf Jera einzusetzen in der Chest. Das wird cool. Wir sprengen euch beide in die Luft. Matchstick brauche ich nicht. Ein Seelenherz kam da immerhin raus. Oh, er ist nicht mal weg. Sehr schön. Noch ein Schlüssel. Ja, Schlüssel haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar, ja, dank dem Rusted Key. Denke ich mal, haben wir noch ein paar mehr Schlüssel bekommen. So, Bomben. Dann alles klar, gehen wir zu Idlieff. Idlieff is not ready to die, but she will die. Hör, was passiert hier? Ciao, Idlieff, war nett mit dir. So, up in den Heaven. Ich hoffe, wir haben das Polaroid mitgenommen. Ich glaube, wir haben das Polaroid. Ja, wir haben doch die ganze Zeit den Polaroid-Effekt. Ich denke mal, wir haben das Polaroid mitgenommen. Oh Gott. Nee, die springe ich jetzt nicht frei für so eine Kiste. Das sieht so witzig aus. Okay, der Tod. Oh, das ging gut. So, zack. Justice können wir auch einsetzen. Unten ist ein... Oh, das sieht man hier so schlecht. Unten ist ein Kampfraum und sonst gibt es hier nichts auf der Ebene. Großartig. Deshalb gucken wir nur kurz in den Kampfraum rein. Nope. Obwohl. Komm. YOLO. Kriegen den Schlüssel auch wieder. Leider. Oh, ah, kein Cricket's Head. Aber egal. Ja, der Damage, der. Nicer, nicer, würde ich da mal sagen. Ist der einfach. Der Damage. Guckt es euch an. Wie die Gegner einfach vernichten. Ja, der OZZ-Pilz hat nochmal ein krasses Damage abgemacht. Das merkt man doch. Ah, doch, einen Würfelraum haben wir. Und einen Zackenraum. Da habe ich alles nicht gesehen. LOL, Roffelkopter. Hier können wir auch in den Zackenraum umsonst rein und raus. Oh, und goodbye. It was nice to meet you, the sun. Einfach mal einsetzen, bringt uns zwar nichts, aber einfach mal einsetzen, weil wir es können. YOLO Swag. Gehen wir mal lieber hier auf dem Curse of the Maze, gehen wir hier unten lang. Weil bei so großen Räumen finde ich ja nie die Stelle zum Sprengen. Sehen jetzt für uns, sehr schön. Reed, oh my goodness. Aua. Das Geile ist echt, dass wir immer den Polaroid-Effekt haben. Das ist ziemlich cool. Alle Münzen mitnehmen, Leute. Hey. Ich wollte rein. Assi, ey. Warum? Keine Guppiteile. Die Chaos Card. Auch ein cooles Teil. Könnten wir für Isaac benutzen. Aber wisst ihr was? Das ist doch wack, Mann. Einfach wegschmeißen. Das ist doch wack, das gegen Isaac zu benutzen. Nee, also ich würde es auch benutzen. Wenn ich jetzt nicht Jera hätte, würde ich es mitnehmen und wahrscheinlich beim Blue Baby einsetzen. Und ich könnte das jetzt natürlich zu Isaac mitnehmen und das da dann einsetzen und dann wieder die Karte holen. Aber dafür bin ich einfach zu faul. Wenn man es ehrlich sagen will. So, was hier wird hier? Hier wird nix. In den Würfelraum gehen wir, glaube ich, gar nicht rein, weil ich würde keinen machen. Weil Podestal-Items rerollen bringt uns nichts, weil es keine Podestal-Items gibt. Den 1 und den 6er würde ich auch nicht machen. Und den Rest weiß ich gar nicht, was er macht. Tuff Klaps. Alles klar, also Bomben haben wir auch genug auf jeden Fall. Oh, komm her. War nett mit dir. Crystal Ball heben wir uns auf. Bis zur nächsten Ebene. Der Steam Sale. Nice. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, rein hier. Isaac, you're my next opponent. And you will die. You will die without a chance. Without a fucking chance. Nervige zweite Form. Hier weg, gehen die dritte. Du bist dann bist du chillig. So, wir haben auch jetzt genug Speed, um vor den Lichtkegeln zu entkommen, einigermaßen. Ah, so geil, wenn man die noch freeze und so. Das ist so cool. Goodbye, motherfucking Isaac. So, wir haben jetzt Jera dabei. Mit Jera können wir die Kisten verdoppeln. Jetzt haben wir hier schon schöne 4 Kisten. Jetzt haben wir 8. So, was haben wir hier noch? Lovers. Ja, kann man mitnehmen. Wafer, sehr schön. Was bist du? Du bist Technology. Nee, danke. Nee, danke. Nee, danke. Nee, danke. Ja. Nee, danke.
Okay, viele Items, die wir nicht benötigen können. So, dann gehen wir schnurstracks zum Boss, denn wir werden kaum Kisten gedroppt bekommen, weil wir keinen Guppy-Stay, wobei wir haben eine Rusted Key. Dadurch könnte die ein oder andere Kiste vielleicht droppen. Aber trotzdem werden wir jetzt straight zum Boss gehen. Bam, Junge. Bam. Einfach alles vernichten hier. Das sind doch coole Tränen eigentlich. Also jetzt nicht so wow, OP, aber sind cool. Blast Damage. Motherfucking Blast Damage. Wow, du Bastard, der schießt ja nochmal. Joker? Spades, schade. Oh, die Chubby-Würmchen. Die haben no chance, Sucker. Bomben und Pilze, aber nee. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich will jetzt hier einfach nur noch schnell das Blue Baby mit dem Blue Baby besiegen. Und dann, aua. Wir wissen nicht, wie viel Leben wir haben. Das ist ein bisschen blöd, weil ich glaube, wir haben nicht mehr viel. Oh, wir haben den Wafer bekommen, stimmt. Wheel of Fortune. Können wir sprengen. Brauchen wir zwar nicht mehr, weil wir den D4 schon haben, aber... Ach stimmt, da kommen ja Items raus, aber Cricket's Head, wow. Cool shit. Das hat sich gelohnt, den Ding zu sprengen. Aua. Seelen jetzt für uns? Komm jetzt hier. Wer ist da, Blue Baby? Komm. Selbst Cage hat einfach no chance. No chance hat der Sucker. Oh, goodness. They're so weak against me. Also Kisten droppen jetzt doch nicht wirklich durch Rusted Key hier gerade. Aber nee, ich glaube, dass es auf jeden Fall so war, dass er auch mehr Kisten droppt. Mehr Schlüssel und mehr Kisten. So, ich will sowohl die Pille. Paralyzes. Nee, Technology ganz sicher nicht. Rein da, Lovers noch einsetzen. Komm, wenn wir Swag haben. Setzen wir da einfach zwei rote Herzchen hin. Vielleicht kann sich das Blue Baby dann dadurch heilen. Wer weiß. Dann hätte er vielleicht auch eine Chance gegen uns. So, du mit deinen Homing Shots. Kannst du machen, was du willst. Dritte Form. Alles klar. Komm, spawn deine Fliegen noch und so. Aua. So, komm, mein blaues Babychen. Say goodbye, Motherfucker. Was haben wir hier noch? Hängender Mann, gehen wir ohne Körper hinein in die Box. Sehr schön. Jetzt dürften wir mit allen wirklich alles geschafft haben. Ja. Sehr schön, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.